Hallo zusammen, ich habe hier unsere Basic-Batterie. Das ist die Batterie, die kostet 480 Schweizer Franken und die hat kein App und kein Bluetooth zum Streicheln. So. Das ist einfach Basic, ist eine Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie zum Ersatz zum Beispiel der heutigen Bleitechnik. Ja, nicht jeder kriegt die Batterie. Ich weiß, bei uns auf der Homepage ist sie nicht drauf, aber wenigstens auf der deutschen. Wir sind hier in der Schweiz, da habe ich das Walter Kreuz, und wir vertreiben diese Batterien in der Schweiz. Also nicht jeder, dem schicken wir die. Wir schicken die in die Ostschweiz, weil der Gefahrentransport in die Westschweiz ist wieder höher. Ihr könnt die abholen, das ist kein Problem. Wenn auch ein Deutscher in die Schweiz kommt und die hier kauft, auch kein Problem, Geld gegen Ware oder Geld gegen Batterie. Aber wir verschicken die nicht nach Hamburg. Wir schicken die nicht mal nach Singen, das ist gleich bei uns über die Brücke, sondern wir haben die Batterie nur hier. Die Batterien kommen aus China direkt in die Schweiz mit der Schweizer InnoBat-Gebühr, Recycling, bla bla und so weiter, Mehrwertsteuer und so weiter. In der Schweiz haben wir diese Batterien für 480 Schweizer Franken. Klar, ist das. Man kriegt immer noch günstig. Man kann sie irgendwo bestellen. Smart und so weiter. Aber smart ist die nicht. Die hat kein Handy zum Streicheln. Aber ihr habt ein Wohnmobil und ihr habt irgendwie eine einfache Bleibatterie drin, die halt jetzt auch in die Jahre gekommen ist. Da muss ich sagen, wieder eine Bleibatterie rein. Die kosten auch 200 Franken und haben nur ein Zehntel Lebensdauer. Eine Bleibatterie macht 300 Zyklen, immer schön vollgeladen lassen, und eine Lithium hier macht 5000 Zyklen oder 3000 Zyklen, das wissen wir nicht genau. Also eigentlich würde euch die ja überleben, wenigstens die meisten. Wenn ihr sie richtig behandelt. Eine Bleibatterie, das ist logisch, die darf man nie tiefentladen. Eine Bleibatterie tiefentladen, das ist ja tödlich, wenigstens für die Batterie. Eine Lithiumbatterie dürft ihr auch nicht tiefentladen. Die schaltet zwar ab, die hat ein BMS drin, die ausschaltet, wenn die Batterie 2,6 Volt pro Zelle erreicht. Wir haben ja 4, dann schaltet die Batterie aus. Aber wenn ihr dann so einen kleinen Verbraucher dran habt, so eine Kamera oder irgendwie ein Wifi-Sender oder keine Ahnung, was man da sonst noch so hat, schaltet die aus. Bei 8 Volt meldet sich das BMS ab. Und dann geht die Selbstentladung weiter dieser Batterie. Wenn jemand eine Handybatterie hat oder ein Handy, dann legt ihr das auch nicht mal ein Jahr ans Lager. Das müsst ihr auch immer wieder laden. Das ist auch eine Lithiumbatterie drin, Lithium-Ionen. Wenn eine Batterie tiefentladen ist, kann man sie vielleicht holen. Aber ob sie Schaden genommen hat, wissen wir leider nicht. Also ich nicht. Weil da habe ich die Erfahrung nicht. Aus diesem Grund, Batterie anhängen. Auch bei einer Bleibatterie redet man teilweise davon, dass ich da ein Schwebeladegerät anhängen muss über den Winter, wenn ich das Wohnmobil nicht brauche. Oder ihr habt eine kleine Solaranlage, so ganz wirklich klein, 50 Watt, 30 Watt, dass die Batterie so ein bisschen geladen wird. Aber eben nochmals zurück, wir vertreiben die Batterie nicht in Deutschland, nicht in Österreich, sondern nur hier in der Schweiz. Ganz einfach.
Batterie ohne Bluetooth, ohne Smartphone, schlicht einfach basic. Schreibt mir unten in die Kommentare, ob ihr ein Bluetooth braucht oder ob ihr nur Strom braucht, zum Beispiel um eine Kühlbox zu betreiben. Diese Batterie haben wir momentan lagert, die ist geplant, die hat sich aber was getan, weil die kam nicht an. Ein anderes Thema, mit dem lebt man. Also momentan nur in der Schweiz, die für 480 Schweizer Franken diese 100 Ampere Lithium-Batterie. Hier verlinke ich euch ein Video, dass der Chinese da war, was der für Probleme hat, weil die Preise bei den Lithium werden nach meiner Aussicht noch mehr sinken. Ich wünsche euch einen schönen Tag.